Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir werden heute Digibyte begutachten bezüglich News. Eine Überschrift von Cointelegraph war: Bargeld oder Plastik, Länder, in denen Krypto-Debitkarten ein faires Spiel sind. Es geht darum, dass es Schwierigkeiten gab, am Anfang quasi das Ganze zum Rollen zu bringen. Als Sektor hatten Krypto-Währungskarten aus Kunststoff eine holprige Fahrt. Ja, dass es zum Beispiel Krypto-Debitkarten waren von Vorschriften, Lieferantenprobleme, der Volatilität digitaler Assets betroffen und hatten einen schwierigen Start. Dennoch nimmt die Verwendung von Krypto-Debitkarten zu und wird als wichtige Entwicklung für die zunehmende Verbreitung von Krypto aus der ganzen Welt angesehen. In welchen Ländern sind die meisten Krypto-Karten verfügbar? Ja gut, EU. Malaysia, Nordkorea, Sudan, Iran, Kuba, Asien, Russland, worldwide. Und das sind die Anbieter, also Company Names. Ich werde auch unten hier ein bisschen was dazu sagen. Aber für Digibyte ist eigentlich das hier wichtig. PaySend nennt sich das. Und da werden Digibytes angeboten. Über diesen Komponenten, also über diese Firma, über diesen Anbieter. Ich gehe mal kurz über die Namen, über die anderen Anbieter mal durch. Wirex nennt sich das. Wirex ist ein in London ansässiger Anbieter von Krypto-Debitkarten und wird häufig in Brieftaschen wieder vieler Branchenvertreter verwendet. Also es ist ein Anbieter, bietet zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Litecoin und so weiter, Wirex-Token auch an. Nächste wäre Revolut. Ja, ist vielleicht der bekannteste Kartenanbieter der Streifzüge der Kryptowelt. Übernimmt Revolut, hat seinen Sitz in London und wird von CEO Nikolai Soroski geleitet. Nach Angaben des Unternehmens hat Revolut 10 Millionen Kunden, von denen ein Drittel in Krypto in seiner App gehandelt. Gut, gehen wir gleich weiter. Monolight hat einen Sitz in Manchester in England, ist ein Unternehmen, das versucht, durch Dezentralisierung Selbstsouveränität in der Finanzierung zu bringen. Und so weiter und so weiter. Coinbase, das Abstand bekannteste. Coinbase ist eine in den USA ansässige Plattform, die eine Vielzahl von Funktionen bietet, darunter Börsen, Brieftaschen und Handelsdienste. Die Krypto-Debitkarten des Unternehmens fantasievoll. Coinbase genannt, wurde 2019 eingeführt. Und ich scroll mal weiter. Es ist für Digibyte, das hier interessant. PaySend ist eine in Singapur ansässige Anbieter von Krypto-Debitkarten. Eine PaySend-Card kostet ungefähr 49 Dollar und ist in drei Stufen erhältlich. Ruby wird von UnionPay betrieben und hat ein tägliches Ausgaben- und Auszahllimit von 5000 Dollar. Sapphire wird von Unifield Payments Interface unterstützt und hat ein tägliches Ausgabenlimit von 5600 Dollar und ein Auszahllimit von 1650 Dollar. Solitaire ist die Option von PaySend für große Geldgeber. Powered by Mastercard hat ein tägliches Ausgabenlimit von 30.000 Dollar und ein Auszahlungslimit von 10.000 Dollar. Die unterstützten Währungen sind der nativen PJN-Token von PaySend, Bitcoin, VRGE, Dragon, Ontology, Digibyte. Ja. Und so weiter, anderen Währungen verfügbar. So, das ist sehr interessant, fand ich jetzt, dass die Digibyte hier durch diesen Anbieter zur Verfügung gestellt wird. Also quasi Anbieter von Debitkarten. So, jetzt sind wir bei Reddit. Da kam eine Benachrichtigung, dass die digitalen Assets jetzt live sind auf iOS Testflight. Wer
Ja, wird aufgefordert, dass man das runterladen kann. Testflight.apple.com, join. Wer nicht weiß, was Testflight ist, Testflight ist eine von Apple für das iOS-Betriebssystem entwickelte Anwendung, mit der noch in der Entwicklung befindliche Anwendungen über Bezugswege außerhalb der Apple Store installiert und getestet werden können. Also quasi so ein Entwickler-Mode, wo man quasi Apps ja, durchführen kann, ohne jetzt, dass es halt in den App Store landet. Ich habe die Seite mal aufgemacht. Wird beschrieben, wie man Apps mit Testflight testen kann. Ja. Hilfe Entwicklern dabei, mit App Testflight die Beta-Version ihres Apps zu testen. Lade Testflight im App Store für iPhone, iPad und Apple TV runter. Interessant, wer das gerne machen möchte. Ja, den Link würde ich hier dann halt auch unterhalb des Videos teilen. Das ist ein interessanter Tweet. Wird auch hier auf die Veröffentlichung quasi Bezug genommen. Digibyte iOS zur Genehmigung eingereicht, wird bald über Public Test Flight verfügbar sein. Vergiss es nicht, die anzusehen. Also hier quasi, dass man es hier auf iOS laufen lassen kann. Jetzt schauen wir mal rein. Hier wird erzählt, was digitale Assets sind. Digital assets? Digital assets are digital representations of a real-world asset that are tradable but cannot be duplicated or counterfeited. Anything could be a digital asset. Also es kann nicht kopiert und dupliziert werden, also quasi wird hier Bezug genommen auf die Sicherheit und quasi, dass man das nicht mehrfach kopieren kann, also Blockchain-Technologie, dass es nicht kopierbar ist. Dass man halt auch Basketballkarten digital ja, kreieren kann. Kickstarting a business idea with shares in a company. Absolutely. The latest crypto pets, property tiles, in-game currencies, virtual trading cards. Yes, you can. With digital assets, you can easily create tokens, assets, and more. All backed by the rock-solid security of the Digibyte blockchain. Also Blockchain-Technologie. Best of all, in addition to sending and receiving digital assets directly from. Das ist ja cool. Also man kann digitale Assets auch innerhalb ja, von Telefon zu Telefon schicken. Und das ist ja was Schönes. Your Digibyte mobile wallet, you can also create them from your mobile as well. Digital assets is powered by the DGB blockchain. Digibyte. Faster, more secure, forward thinking. Ja, dann gehen wir gleich zum nächsten. Auf der Seite von Digibyte. Da wird zum Beispiel erklärt, also ich würde euch empfehlen, die Seite mal anzuschauen. Anwendung Digital Assets, Core Protocol, Open Source. Vielleicht mal diesen Satz. Die oberste Schicht ist wie eine App Store mit klaren, realistischen Anwendungen. Also quasi wird die App dann beschrieben. Alle Arten von Digital Assets können mit dem Digital Assets Protokoll über die Digital Byte Blockchain erstellt werden. Das heißt, über den Protokoll Digital Assets wird das Ganze ausgetauscht und über die Digibyte Blockchain quasi mitgeschickt oder quasi diese Technologie benutzt. Dezentralisierte Anwendungen. Die Apps können auf der Digibyte Blockchain aufgebaut werden. Auch Smart Contracts, welche die Stabilität und Sicherheit der Digibyte Blockchain nutzen können, einfach kodiert werden. Fand ich jetzt die Information für interessant. Ja, hier 6 Jahre Blöcke, Knoten, Downloads. Schaut euch auf jeden Fall das Ding an. Das ist auch wichtig, denke ich mal. Aufbewahrung und Handel von diesen digitalen Assets. Also, da wird auch die Frage gestellt: Du fragst dich, wie man digitale Assets verwendet. Verwende die Anwendung Digital Byte Mobile und Digital Byte Go zum Senden und Annehmen und Aufbewahren deiner Assets und oder erkunde
die Dienste, die DigiAssets unterstützen, um DigiAssets zu kaufen, verkaufen und tauschen. Also ist etwas was Großes. Es sind Anwendungen da, wie man digitale Assets austauschen und annehmen und senden kann. Also fand ich jetzt richtig hilfreich, die Folie. Das ist ein Überblick. Es gibt eine Digibyte Core, Digibyte Mobile und Digibyte Go, wie es hier beschrieben ist, dass man quasi mit Digibyte Go zum Senden und Annehmen und Aufbewahren der Assets hier durch diese Apps dann möglich ist. Also Digibyte Go, Cloud Wallet, dass die dort Daten dann dort sind. Schaut einfach mal die Links an. Ist sehr, sehr interessant, würde ich euch empfehlen. Kommen wir zum nächsten. Die Seite von Rahul Kumar. Ja, wer ist Rahul Kumar? Rahul Kumar ist der CEO von EGE Capital. Ja, was ist EGW Capital? EGW Capital ist ein Blockchain Focus Investment Bank. Das heißt, dieser Mann fokussiert sich auf quasi Blockchain-basierte Investments, also quasi ja, Kryptowährungen und andere Technologien mit dem verbunden. Ich habe mir mal seine Tweets mal angeschaut. Ich fand relativ das hier interessant. Mal hier. So, da lässt er sich quasi über Ethereum aus. Ich lese mal vor, Ethereum sollte sich ernsthaft um die Digibyte sorgen. Ich finde, also Ethereum US Dollar USD ist eine wertlose Investition, wenn man die Inflation im Netzwerk betrachtet. Um so zu überleben, muss Ethereum, ja, die Blockbelohnung reduzieren und das Netzwerk skalierbar machen. Das heißt, der schießt da jetzt gegen Ethereum und lobt natürlich hier Digibyte. Der Hintergrund weiß ich nicht, ehrlich gesagt, warum er das macht. Er hat wahrscheinlich seine Gründe. Wer mehr weiß zu dem Thema, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ja, da wird nochmal gezeigt. Blockchain Investment Bank. Kapitel Digibyte für Immobilien. Da komme ich nochmal später auf dieses Thema bezüglich Immobilien. Da gibt es nochmal einen Artikel. Hier kündigt er an, quasi den Studenten, also for student who receive airdrop worth von $15, each will pay US$7 to get blockchain certificate. Das heißt, jeder, der jetzt dieses Airdrop erhält oder quasi hat für $15, würde $7 für die Zertifizierung von diesem Blockchain bekommen und würde sogar eine Belohnung von $21 am Ende seines Kurses bekommen. Also quasi er fördert die Studenten quasi, dass die Blockchain-Technologie zu verwenden. So, we will distribute free tokens in Wert von $50,000 to the Digibyte holders. The token can be used for blockchain certification by EGW Capital. This airdrop will offer 67% discount to the holders, also auch so eine Begünstigung, dass man halt auch Tokens bekommt. We have plans to partner Digibyte for spreading Know-how of the, also er will auch diese Information, also diese Know-how verteilen an die Studenten. A beautiful technology will reach millions of students. Also das heißt, er möchte quasi diese Blockchain-Technologie unter den Studenten verteilen, dass quasi Indien das Blockchain Land wird. Das ist seine Strategie.
Und ja, genau, das ist auch interessant. Hier, in Indien und Dubai warten Vermögenswerte im Wert von Milliarden Dollar darauf, mit einem Token versehen zu werden. Ethereum hätte eine große Rolle spielen können, also er schießt wieder jetzt gegen Ethereum. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Digibyte eine faire Chance erhalten sollte. Einige unserer Tokeninhaber, EGW Cap, gerieten in Panik, aber wir stehen für Digibyte. Also, das ist schon eine Richtung. So. Eine Nachricht habe ich noch. Ja, das ist Big, was ich vorher gesagt habe. Wir schlagen vor, Digibyte nach Indien zu bringen. Wie ich vorher gesagt habe, er möchte das ganze Jahr in Indien aufziehen. Die Indianer werden, also die in Indien sind, also indische Leute, werden über hunderte von Verkaufsstellen direkten Zugriff auf die Anzahl der Token haben, wobei unsere RZE-Stablecoin und Digibyte eine entscheidende Rolle spielen werden. Stellen Sie sich 1,37 Milliarden Menschen in Indien vor. Das heißt enorm. Also er möchte wirklich diese digitale Technologie nach Indien bringen oder quasi dort aufbauen. Und man sollte sich mal vorstellen, wenn 1,4 Milliarden Menschen das benutzen, dann hat es natürlich Gewicht, ja. Dann kann man sagen, okay, diese Technologie ist dann halt zum Verbreiten, sag mal, vorgeschrieben. Oder wenn halt 1,4 Milliarden Menschen das benutzen, dann ist es ja vorprogrammiert, dass auch weitere Menschen das benutzen werden. So. Gehen wir zum nächsten Artikel. Ja. EGW Capital testet Digitalbyte auf Immobilientokenisierung. Ich lese mal vor, EGW Capital, die Blockchain Investment Bank, hat klargestellt, dass sie in den kommenden Wochen die Digibyte Blockchain-Technologie für Immobilientokenisierung verwenden wird. Die Technologie wird verwendet, um Vermögenswerte im Wert von 100 Milliarden US-Dollar mit Sitz in Indien zu kennzeichnen. Da war auch mal ein Tweet, da haben wir wahrscheinlich überflogen. Okay. Also da geht es darum, dass man quasi diese Technologie auf die Immobilien quasi ausweitet. Hier steht zwar Indien, aber Dubai ist auch gemeint, weil auch viele Inder, sag ich mal, in Dubai leben. Es wird davon ausgegangen, dass die Digibyte-Technologie zur Tokenisierung von Schuldentiteln auf dem indischen Immobilienmarkt eingesetzt wird. Das Unternehmen stellt klar, dass die EGW Academy Token auf der Ethereum-Plattform ausgegeben werden, während Digibyte ausschließlich für die Immobilientokenisierung verwendet wird. Okay, ist auch so eine Aussage. So, am besten ihr lest euch den Artikel selber durch. Ist auch jetzt mal interessant. Ja, EGW Capital prüft auch Möglichkeiten für Partnerschaften mit Digibyte, wo es möglicherweise Blockchain-Verkaufsstellen in Indien, ja, haben wir auch gehabt. Also das kommen stabile RZ-Münzen, RZE-Münzen gebunden wird. Okay. Dann haben wir jetzt noch das hier. Ein Tweet, das ist relativ jetzt ein bisschen alt, ist vom Mai 16. Da wird die Aussage hier gemacht, dass man quasi, dass Digibyte 40 mal schneller ist als Bitcoin und 10 mal schneller als Litecoin. Ja? It has one of the most decentralized blockchains in existence. Also vielversprechend, auf jeden Fall interessant. Ich wollte euch mal ein paar News zeigen, in welche Richtung es geht. Also ich hatte eigentlich vorher andere Kryptowährungen, quasi Kryptotechnologien im Fokus, aber nachdem ich hier die Infos hier jetzt mitbekommen habe, würde ich mir überlegen, ob es doch
sinnvoll ist, Richtung Digibyte zu gehen. Auf jeden Fall interessant. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Story hinter diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.